Auf der CES in Las Vegas stellte Nvidia überraschend eine eigene Spielekonsole auf Android-Basis mit dem Namen Project Shield vor. Nun gewährte Jason Paul, der Leiter des Produktmarketings bei Nvidia, unseren amerikanischen Kollegen einen tieferen Einblick in die mobile Konsole. Herzstück ist der neue Tegra 4-Prozessor, den Nvidia ebenfalls auf der CES vorstellte. Es ist die erste Vierkernumsetzung des ARM Cortex-A15-Prozessors. Unterstützt wird er von 72 Grafikkernen. Äußerlich erinnert die Konsole an einen Xbox-Controller. An der Oberseite lässt sich ein 5-Zoll Touch-Display hochklappen. Dieses hat eine Auflösung von 1280x720 Pixeln. Dank des Android-Betriebssystems bietet die Konsole Zugriff auf alle Apps aus dem Google Play Store. Außerdem kann der Nutzer dadurch auch seine dort gekauften Bücher, Videos oder Musiktitel nutzen. Nvidia integriert außerdem einen Shop namens Tegra Zone, in dem der Nutzer für die Konsole optimierte Spiele findet. Eine echte Besonderheit der Handheld-Konsole ist, dass damit nicht nur Android-Spiele, sondern auch vollwertige PC-Titel gespielt werden können. Voraussetzung dafür ist ein PC mit einer GeForce GTX 650 Grafikkarte oder höher, der das Spiel auf die mobile Konsole streamt. In diesem Beispiel spielt Jason Paul Call of Duty Black Ops 2, das per WLAN von einem Rechner übertragen wird. Die Shield-Konsole soll im zweiten Quartal 2013 zuerst in den USA und Kanada auf den Markt kommen. Einen Preis hat Nvidia noch nicht genannt.